So, weitergeprügelt in Yakuza 3, dem Spiel, wo wir gerade Rikia zum Taxi begleiten haben, der dann kommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er das am Ende überlebt oder nicht. Hat die da hinten so eine Schleifsahne? Ist das hier noch? Ich, ein Undercover-Journalist. Ich schreibe einen Artikel über der Chefetage des Tojo-Clans, aber ich habe Schwierigkeiten, Informationen zu sammeln. Was für eine Art Artikel. Oh, ich versuche ein paar Perlen aus ihrer Lebensgeschichte rauszukriegen. Wie sie da hingekommen sind, wo sie heute sind und diese Art von Sache. Mine ist ziemlich schwierig hingegen. Mine war nicht nur einfach ein normaler Stockbroker, bis er angefangen hat, ein Yakuza zu sein. Es sollte nicht gerade schwierig sein, Informationen über ihn zu finden. Nun, ja, aber ich kann einfach nicht rauskriegen, warum er sich dafür entschieden hat, diesen Pfad zu gehen. Ich habe mir all seine Freunde und Verwandten angeguckt, aber nichts ist rausgekommen. Wenn ich darüber nachdenke, Mine ist ein ganz schönes Mysterium. Daigo wusste vielleicht etwas über ihn, aber er ist gerade nicht in der Lage zu reden. Kann ich jetzt mit Rikia im Schlepptau... Ich kann tatsächlich in die Arena gehen mit Rikia. Achso, jetzt kannst du das kurz... Ich kann mal speichern übrigens. Du kannst dieses Telefon an diesem wunderschönen Telefon speichern. Ne? Ja, der gute Mine. Vielleicht geht's auch genau darum. Willkommen im Untergrundcasino. Ist das dein erstes Mal hier? Du kannst dich registrieren. Bisschen 8 Matches have no time limits and can only be won by knockers. Use of weapon is strictly forbidden. Health recovers 30% in every matches. Champion besides prize money and skill points. Deine Registrierung ist komplett. Was würdest du gerne tun? Ausgebaute Matches. Exchange Points. Ich habe bestimmt keine. Du kannst hier Punkte gegen Items tauschen. Ach ja, du kannst. Ach guck mal, hier hast du die Dinge. Hier kannst du die Dinger kaufen. Ja, da könnte ich. Charismatisches Foto. Das ist das Foto eines alten und einflussreichen Yakuza. Sie sagen, wenn man es bei sich hat, weckt man die Blutlust in den Leuten um sich herum. Oh, guck mal, ein Dragon Ball. Das sieht aus wie nur ein ordinärer Goldball, aber es ist tatsächlich ein Edelstein von unendlichem Wert. Und uralter Stahl. Was ist das hier noch? Steel Shin Guard. Okay. Ja, sie schützen deine Beine vor Angriffen. Das ist ja schön. Ah, ja, gut. Was können wir noch für ein Compete in Tournament? Geht das einfach mit Dings? Ja, du darfst keine Waffen. Bitte, du darfst keinen... Was ist das denn hier? Winrate 0%, Difficulty 1. Guess we can watch the final things you have got what it takes. Bop, 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 bop. Dead Weapons Full Play Welcome Street Fight Grand Prix. Das machen wir nicht Street Fight. Ach, du musst gleich in alle nieder besiegen, ne? Vielen Dank und viel Spaß. Oh, das könnte jetzt bestimmt dauern, oder? Wenn ich jetzt einmal so ein. Das heißt auch so ein Mii-Spiel, das kann ewig dauern. Ich dachte, das ist nur 1,84? Er sieht ja Style Dragon, Style Breast Ding. Beide 40. Gut, Typ 0. Das kann nicht lange dauern. Und das Fass kann ich gar nicht mit. Das war übrigens gerade ein Salzstrom, den ich gehauen habe, ne? Oh nein! Hallo? Ich hasse diesen Straßenkampf jetzt schon, weil ich. Achso, er hat diesen Wrestling-Style. Was haben wir hier noch? Oh, er hat auch eine Waffe. Meine Waffe ist aber besser. Ob so die Planke hält nur zwei Schlag aus, ne? Alter, das ist echt dumm, ne? Dass du halt deine Waffe bei der kleinsten Berührung verlierst. Ich kann ihn auch nicht finishen, ne? Oh. Jetzt. Das muss ich vor allem noch so viele Kämpfe machen. Das war, glaube ich, keine gute Idee, in so einer Liga hier teilzunehmen. Ach nee, ist nicht Kazuma versus. Ach so. Das ist natürlich 42 Street Fighting. Ja, das kann ja was werden hier, ne?
Diesmal schon mit leichtes Fahrrad. Die beste Waffe im Ring. Mamutatsu. Ich stelle fest, das Fahrrad ist tatsächlich die beste Waffe im Ring, ne? Weil dadurch, dass es so lange durchhält, vergleichsweise. Okay, das, wenn man die Gegenstände richtig kriegt, geht das wesentlich besser als vorher, ne? Jetzt kommt noch das Finale, oder? Wer kommt denn jetzt? Ein großes Finale. Kiryu Kazuma versus Seiran no Tentoria. Erstes Trial. 25. Ah, hat vorhin ganz schön abstehende One. Ich muss mir die One anlegen lassen. Nee. Ich würde den ja schon irgendwie gerne. Was macht er? Was hat der denn da für eine komische Tat? Oh, oh Mann. Das ist wie so ein Gegner, wo du keine Waffen benutzen kannst, weil sie sich andauernd mit irgendwelchen Bullshit treffen. So, kann ich ihn jetzt bitte endlich mal mit. Warum geht denn das nicht? Das ist so scheiße. Mike Long heißt da vorne. Ja, schön. War der wirklich so groß? Oh Mann, ey. So einen Gegner hasse ich, weißt du, du hast halt volle Ausdauer, du kannst halt nichts machen. Och Mann! Ernsthaft? Jetzt. Ich weiß nicht, was ist das denn? Ein Stapel Pappe? Das ist meine Waffe der Wahl, ein Stapel Pappe. Oh. Er hat vor allem gar nicht mehr so viel, ne? Dadurch, dass hier so viele Gegenstände im Ring liegen. Fällt es mir erstaunlich schwer, ihn zu greifen. Ich würde die ganze Zeit schon ihn nochmal schnappen. Das ging aber nicht. Ich meine, wenn so eine große Pappe irgendwie quer hältst, dann kann man schon damit ein bisschen Schaden machen, ne? Ah, hier ist dein Sieg. Du hast 5100 Punkte gekriegt und 5000 Dings für 2000 Polizei. Dein Nickname wurde geupgradet. Du kannst ihn jetzt dir im Menü angucken. Menü? Steht das hier irgendwo? So, und jetzt kann ich hier die Punkte angucken, wa? Ich dachte ja, ernsthaft, ich muss gegen die volle Liste aus 8 Gegnern. Okay, das ist mit 2000 Punkten kann ich ja gar nicht. Doch, ich kann hier das Plastikding kaufen. Und einen schwarzen Gürtel. Habe ich irgendwelche Crafting-Minereien bräuchte, dann könnte ich hier wahrscheinlich was tun. Na gut. Dann bringen wir mal Rikia hier raus. Wenn er schon wieder am Raum ist. Mal sehen, ob er jetzt einfach eiskalt erschossen wird oder so vor der Tür. Ich kann mir halt irgendwie für Rikia irgendwie kein gutes Ende vorstellen. Ne? Ich sehe es schon kommen, dass er einfach tot ist am Ende. So wie es ist hier. Ach, meine Tochter kommt in dieses Alter. Ich bin mir sicher, sie heiratet bald, sagt ein besorgter Tycoon. Aber ich möchte, dass sie jemanden heiratet, der einen ehrlichen Job hat, nicht irgendein Betrüger wie mich. Sie verdient ein normales Leben. Was ist mit diesem Typen hier? Was ist sein Name? Kohashi-kun. Er ist der Präsident auf dieser Handyfirma. Ich denke, er ist der perfekte Dings Kohashi. Na, das ist nicht gut genug, wa? Warum? Diese Firma ist einer der Fronten für den Haku-Clan. Es sieht vielleicht legal aus, aber es ist auf jeden Fall von Yakuza betrieben. Was? Du meinst, Kohashi arbeitet für Mine? Oh, das wusste ich gar nicht. Ich denke, man kann wirklich ein Buch nicht anhand seines Umschlags bewerten. Ja gut, das ist ja was, wozu das organisierte Verbrechen weltweit übergegangen ist, ne? Zu mehr legalen Geschäften. Aber halt
für in gewissen Kreisen nutzt es dann halt wieder die Methoden des organisierten Verbrechens, aber größtenteils operiert es halt legal. Und ich meine, du kannst ja immer noch machen. Du kannst ja mit deinem Geld, wenn du es irgendwie gewaschen hast, kannst du ja Grundstücke kaufen. Und dann die Miete ist ja, die versteuerst du dann halt ganz normal, aber es ist ja offizielles Einkommen. Und wenn du das halt richtig angenommen hast, kannst du halt wenig machen. So. Das ist ein verdächtig-äugiger Mann. Hey du, ich habe gutes Zeug hier. Bist du interessiert? Achso, jetzt ist das der Händler, der vorher was? Eine kleine Hydraulik? Suspension ist die Federung. Was? Die Melancholie bringt die Leute down, wenn sie bringt. Mystery Liquid. Jemand von dem Clan hat es hergebracht, aber ich frage, Worn Out Pillow, Rucksack. Push the button, the screen obscenity is great for parties. Ich habe eine Aufblaspuppe. Er verkauft sehr seltsame Dinge, ne? Spezielles Edelmetallband. Magnetisiertes Metall. Eine alte Federung. Ein Federstahl. Regenbogenstahl. Oder Legierung. Okay, gut, ich komm. Bist du sicher? Was? Oder was? Ich werde nicht wiederkommen, sagt er. Ach nee, weil er kommt again sometime. Okay, gut, er kommt also immer wieder. Also, wenn ich jetzt irgendwas brauche zum Craften, kann ich zu ihm hinlaufen. Das ist so ganz praktisch, dass das hier alles in dieser Ecke ist, ne? Oh, hat Mac mal wieder was für mich? Schlange, die ich so von ihm gehört. Ah, Hidden Mac. Was? Crouching Tiger, Hidden Mac. Kiyosan, der perfekte Schuss ist, starte ich praktisch an. Nee, starte mir praktisch ins Gesicht diese Tage. Und ich weiß, ich mag, wie es mag, wie es aussieht. Ich bin mir sicher, du könntest das auch schaffen. Wie dem auch sei, ich habe dieses kleine Detail gehört und würde es gerne einfach teilen. Anscheinend gibt es einen Ninja in Kamurocho, der Taschentuchpackchen in Nakamichi Street ausgibt. Es ist, als wären sie zu Extras in ein Real-Life-Samurai-Filmchen. Mann, was würde ich dafür geben, auf der großen Leinwand zu sein? Meinen Namen in den Lichtern zu sehen. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Mac. Größer, besser und böser. Nun, viel Spaß damit, bei diesen Schuss da von diesen Ninja zu kriegen. Ich hoffe, er ist nicht zu schnell für deinen Dings. Shutter. So, kann ich jetzt einfach hier weg? Jetzt heißt es goodbye. Warte mal, don't show Gear auf jetzt. Vielleicht noch nicht ganz. Gibt es hier noch irgendwelche Nebenquests? Nee. Also es wäre jetzt halt die letzte Chance gewesen, mit den Nebenquests zu machen, aber ich habe ja schon alle Nebenquests gemacht. Okay, na denn. Verabschieden wir uns mal. Regier, dieses Taxi wird dich zum Flughafen nehmen. Stell sicher, dass du deinen Flug kriegst, okay? Brüderchen, ich... Es wird alles gut sein. Stell einfach nur sicher, dass Nakahara und die Kinder sicher sind. Nach all dem... Wir wissen immer noch nicht, gegen wen wir kämpfen. Es hört sich an, als wäre das ganze Ding außerhalb der Hände des Tojo-Clans. Immerhin. Und mit Nakahara immer noch im Krankenhaus bist du der Einzige, auf den sich die Kinder verlassen können. Das gleiche trifft für die Ryo-Familie zu. Sie zählen alle auf dich, Rika. Alles klar, ich werde sie nicht verlassen. Es ist Zeit für mich jetzt zu gehen. Versuch dich aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Okay, Brüderchen? Ja, natürlich. Ich werde bald zu Hause sein. Oh ja. Noch eine SMS? Achso, Telefon. Kiryu Kazumadana. Ist das Kazuma Kiryu, sagt die Stimme eines Mannes. So da. Es ist, Anto. Wer fragt? Boei-Daijin no Tamiya da. Das ist der Verteidigungsminister Tamiya. Tamiya da to. Tamiya, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir erinnern uns an ihn. Okinawa no ken de Dojima Daimo to kakawari ga atta ということは知っているな. Wie du weißt, war ich mit Daigo Dojima in Kontakt wegen den Okinawa-Deal. Ah. 1年前にあんたの秘書のトーマから聞いている. Dein Sekretär Toma hat mir davon erzählt. そうか。だがドジマ大吾が倒れた後。 Ärgerlicherweise wurde Daigo Dojima angeschossen. 東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった. Die Suzuki-unterstützenden Mitglieder des Tojo-Clans sind anscheinend in Rage gefallen
und beim Versuch, das Ressort vorwärts zu bringen. Also hatte ich keine andere Wahl, als mein Militärexpansions-Dingsbums-Gesetz weiter voranzubringen. Wie meinst du das? Ich dachte, das Ressort wird zurückgehalten, weil du dein Anliegen versuchst, das durchzubringen, nicht andersrum. Nicht direkt. Meine Versuche, diese Militärexpansion voranzubringen, waren das Ergebnis einer dritten Partei. Meine Hand war erzwungen. Und was hat das mit mir zu tun? Du musst mir einen Gefallen tun. Das Ressort davon abhalten, anzufangen? Nicht direkt, obwohl das Endergebnis wahrscheinlich auf das gleiche hinausläuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich folgen kann. Sind die Basis und das Ressort nicht gewissermaßen ein verbundenes Pärchen? Wenn das Ressort nicht passiert, wird auch die Basis nicht passieren. Die Angelegenheit ist bedauerlicherweise nicht so einfach. Unabhängig davon, wenn du das Ressort aufhalten möchtest, dann komm in mein Büro im Diet-Building. Was auch immer das Diet-Gebäude ist. Millennium Tower 前に向かいをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。Du hast mich verstanden. Ich habe einen Fahrer für dich vor dem Millennium-Turm geparkt. いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。Sehr gut. Auch ich habe einige Fragen, die eine Antwort vertragen könnten. Piep. Nun gut, soviel dazu also. Ha, was könnte Tamir von mir wollen? Und wer ist diese dritte Partei, die er erwähnt hat? Ich wusste doch, dass es da zu mehr gibt als nur einen internen Tojo-Clan-Kampf. Während du in der Arena kämpfst, habe ich mein Mittagessen für morgen vorbereitet. Ich sollte Datasan darüber wissen wollen, was hier passiert. Oh, jetzt rufe ich den auch noch an. Ah, was ist los, Kiyo? Dadesan, ich habe gerade mit Tamir, dem Minister der Verteidigung, telefoniert. Was? Warum will er mit dir reden? Ich wünschte, ich wüsste. Wie immer sei. Es scheint so, als würde jemand vom Tojo-Clan die Fäden in dieser Geschichte ziehen. Tamir hat außerdem gesagt, dass es noch eine dritte Partei gibt. Er hat mich gefragt, ob ich ihn im Diätgebäude besuchen kann, um mit ihm persönlich zu reden. Ich bin auf dem Weg dorthin. Das Diätgebäude? Wie wirst du da hinkommen? Er hat einen Fahrer gesandt. Anscheinend treffen wir uns vor dem Millennium-Turm. Warte, Keio, nimm mich mit. Bist du sicher? Ah, natürlich bin ich jetzt sicher. Also treffen wir uns außerhalb des Millenniumsturms. Und riskieren, Tamirs Fahrer verdächtig zu machen? Wahrscheinlich keine gute Idee. Lass gemeinsam dort hingehen, okay? Wo bist du jetzt gerade? Ich bin im Serana, wie immer. Ich werde dich davor treffen. Ah ja. Mittag für morgen vorbereitet, also im Sinne von Meal Prepping oder halt einfach nur so kurz das abgefüllt. In ausreichenden Mengen aus der großen Pfanne. Das ist der Typ, möchte ich sagen. Ein informierter Obdachloser. Du kannst weder Suzuki oder Tamiya trauen. Beide haben davon geredet, dass die Militärbasis zu erweitern und ein Resort zu bauen vor einem Jahr, als es tief gegangen ist. Es wird diesmal genau das gleiche sein. Und du kannst dir sicher sein, dass nichts den Obdachlosen helfen wird. Warum auch immer er darüber redet. Wer ist er hier? Ach, das ist ja Mac. Hey, was für ein Glück. Hallo, Kiyo-san. Oh, nicht so viel, Mac. Hast du den perfekten Schuss schon gekriegt, nachdem du suchst? Kann nicht sein, dass ich das getan habe. Ich habe die letzte Ecke dieser Stadt erkundet, aber ich komme jedes Mal mit einer großen Faust von nichts auf. Oh, schade, das zu hören. Ich denke, man kann nicht erwarten, dass eine Möglichkeit dann einfach so in den Schoß fällt. Lass mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Ich weiß das sehr zu schätzen, Kiyo-san. Hey, nebenbei bemerkt, du hattest einen Ort erwähnt, zu dem du mich das nächste Mal mitnehmen möchtest. Kannst du das noch weiter erklären? Oh, verdammt, Kiyo-san, das ganze Ding ist wohl ein bisschen, ist mir wohl ein bisschen entfallen. Ich wette, ich kann, ich werde das erweitern. Es ist der hübste, beste, härteste und
Bababab irgendwas Ort auf dieser Seite von Japan. Und ich weiß genau, wen man ansprechen muss, um da reinzukommen. Du sagst, dass er dort arbeitet, nicht wahr? Verdammt, richtig. Und ich hatte beinahe vergessen, dir zu sagen, wie es heißt. Es heißt Verdammnis. Klingt ziemlich gefährlich, nicht wahr? Hast du gerade Verdammnis gesagt? Ja, weißt du, das, ich weiß, der Name gibt einen so ein bisschen ein leichtes Kribbeln auf der Haut, aber zweifle nicht am guten alten Mac. Ich hab noch nie einen süßeren Schluck Luft geschmeckt, als ich jetzt erstmal in diesen Ort reingelaufen bin. Wie nun was sei, ich habe das Gefühl, dass mein perfekter Schuss irgendwo dort ist. Und um die Ecke meine ich natürlich die komische Tür da vorne in der öffentlichen Toilette. Nun, Kiyosan, ich muss los. Ich erzähle mein verdammtes Kumpel, dass du kommst. Also komm einfach vorbei, wenn du den Mut aufbringen kannst. Lol. Warte, Mick. Er ist speziell. Ich denke, ich könnte mal im Purgatory vorbeigucken, wenn ich die Zeit dazu habe. Naja gut, so viel dazu also.